Und wieder ist eine Woche verflogen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wirklich zur Tradition. Das wäre ja echt ein bisschen schade, weil dann gibt es ja quasi nur 4 Videos im Monat. Ich möchte heute kurz auf das letzte Video eingehen, was ich eigentlich auch schon viel eher machen wollte. Aber ja, es ist halt wieder so gelaufen. Ich hatte ja das Video hochgeladen und es ist immer so, bei mir jedenfalls. Ich gucke meistens erst am nächsten Tag, wie hat das denn, wie man so schön sagt, performt? Ja, wie ist es angekommen für meine Verhältnisse? Und ich dachte bei dem Video, weil man muss ja auch bedenken, bei YouTube geht es ja auch ganz stark einfach nach Titeln. Ich weiß bis heute nicht genau, was diese Tags, also diese Zusatzwörter, die man unten noch eintragen kann, Suchbegriffe quasi. Wobei ich mir bis heute nicht ganz sicher bin, was das wirklich bringt, weil im Selbsttest, wenn ich mal die Sachen eingebe, die ich da eintrage, wird mir nie eigentlich direkt das Video angezeigt, was ich dann hochgeladen hatte. Im Gegensatz zu dem Titel, zu dem eigentlichen Titel, der ist wohl doch recht wichtig, aber da, was ist da das Ding? Wenn ich jetzt natürlich Wörter nehme, was war denn jetzt der letzte Titel so genau? Einen Moment, ich mit meinem schlechten Gedächtnis hier wieder. Da bin ich mal wieder, kreative Blockade, großes Blutbild, Gesundheit geht vor. Natürlich sind das Begriffe, die vielleicht Leute suchen könnten, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das jetzt nicht Begriffe sind, die ganz hoch in den Suchlisten sind oder wie auch man das nennen möchte. Was ich damit sagen will ist, wenn du jetzt nicht gehypte Sachen nimmst oder bla bla bla, irgendwas, was halt viele, viele Leute suchen, dann geht sowas natürlich komplett unter. Das ist dann halt, das wird halt nicht gesucht. So, ganz einfach, das wird nicht gesucht, weil wer sucht denn jetzt nach kreative Blockade unbedingt? Wahrscheinlich nur ein kleiner Prozentsatz oder wer sucht denn jetzt nach, da bin ich mal wieder. Das ist halt so. Und deswegen dachte ich, ja, das wird halt der harte Kern sehen, den es ja auch eigentlich, den ich ja damit auch ansprechen will. Aber so, ich habe gedacht, ja, vielleicht so 20, 30 Leute auf dem nächsten Tag haben es bestimmt gesehen und dann gehen wir mal auf die Kommentare ein, wie ich es ja dann immer mache und gucken mal, was so dadurch entstanden ist. Und ich gucke am nächsten Tag und denke, wow, das war genau das ganz anders. Also im Verhältnis viel mehr und nicht nur 20, 30 in dem Sinne, sondern ich glaube, das war dann knapp bei 100 schon. Und ich sage ja mal in Relation zu dem, was ich überhaupt von der Größe, wie ich bin. Das heißt, das finde ich passt dann schon. Und da war ich mega überrascht. Und dann die Anzahl der Kommentare war ich auch sehr überrascht. Und es ging ja dann noch ein bisschen weiter über den Tag verteilt, dass da noch ein, zwei Kommentare kamen. Also wirklich mega die Resonanz, auch die Likes und das Raufgeklicke, was ich ja immer, was ich ja schon längst wieder vergessen habe, dass ich das regelmäßig mal erwähnen möchte. Das mache ich ja auch gar nicht dann, weil es einfach nicht meiner Person entspricht, aber wie dem auch sei. Hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also war ich dachte, okay, krass. Die Leute hören mir wirklich zu. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Das ist wirklich ganz klar. Ich habe dann die Kommentare gelesen, logischerweise, und auch beantwortet. Ich finde es sehr gut, dass da auch quasi, sagen wir mal, ganz leicht konstruktive Kritik rauszuhören war. In dem Sinne, ein bisschen stärkere Ratschläge von wegen. Warte mal ganz kurz, wie immer unvorbereitet. So von wegen, mach dir doch keinen Kopf und das ist ja ein positives, aber ich meine jetzt in dem Sinne, Reichweite ist doch erstmal sekundär oder eine, die ich nicht kannte, meinte, werde dir klar, was du willst, ja. Ich habe da nichts dagegen. Das kann man alles schreiben und ich habe auch darauf eingegangen und habe genau meinen Teil dazu gesagt. Das ist ganz klar und ich habe da nie irgendwas dagegen. Alles, was über der Gürtellinie bleibt, ist toleriert. Alles, was darunter gehen würde, wird natürlich nicht toleriert. Das ist klar. Und deswegen ist das alles super gewesen. Nur ob ich jetzt da mit konform gehe oder nicht, das ist ja nochmal eine andere Frage. Ne? Das ist ja klar. Und dann auch so nette Worte, Zuspruch auch von Hagen, das ist ja kann ich mich eigentlich schon immer darauf verlassen, hat mich auch sehr gut gefreut, sehr gefreut. Ja, wer würde da den Kopf hängen lassen, so guter Zuspruch auch, das war echt super und wirklich auch nette Worte gefallen. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja versucht, in dem Video habe ich eine Pause eingelegt und habe gesagt,
man kann Dinge schnell falsch verstehen. Also ich hoffe immer, dass Leute, wenn die das sehen, auch mir wirklich gut zuhören. Das heißt, dass ich ja sehr wohl natürlich nicht die Leute meinte, die mir regelmäßig zugucken, ja, dass ich da, sondern es ging mir ja auch einfach darum, einfach diese Unzufriedenheit mit sich selbst und aber auch Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation auf dieses Projekt bezogen, dass es halt stagniert, ja. Aber ist das jetzt wirklich was Negatives, wenn man so ein Gefühl hat? Ist es nicht eher ein Zeichen von Ambitionen auch, dass man natürlich mehr will? Das ist doch nichts Verwerfliches. Warum soll ich mich einfach nur das, und ich möchte, wie gesagt, dass es klar ist, ich möchte damit die anderen, die schon längst dabei sind, nicht irgendwie damit kleiner dastehen lassen oder sonst was, oder ich bin damit nicht zufrieden oder was. Nein, 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 das hat damit nichts zu tun, man muss das wirklich verstehen. Sondern ich habe nur einfach die Ambition, es größer zu machen. Aber was ist daran verwerflich? Das ist doch nichts, das sollte man doch eigentlich positiv sehen. Das ist einfach ein eigener Anspruch, den man sich stellt, den man, und wo man sich erhofft, dass es vielleicht mal so kommt. Ja. Weil sonst wäre man ja jemand, der einfach sagt, ja, okay, jetzt ist das halt so und mehr mache ich nicht. Ich höre auf, ich lasse es so sein. Ja, super. Und der eine Kommentar, das habe ich dann auch so geschrieben, der war ja, wo sie mir dann gesagt hat, du musst dir klar werden, was du willst und machst du es rein für dich als Selbsttherapie oder so und so. Und du musst mal gucken, was kommt quasi aus dem Quintessenz, was kommt gut an und hin und her. Das ist mir dann natürlich wieder viel zu schwarz und weiß. Das entspricht überhaupt nicht meiner Person. Ich nehme die Freiheit raus, die Dinge so zu machen, wie ich es für richtig halte. Ich recherchiere so gut wie nie. Es sei denn, ich recherchiere nur dann, wenn ich jetzt mal rausgehe und mir meinetwegen ein Schloss angucke, wie ich letztens schon meinte. Dann möchte ich natürlich auch gewisse Fakten mit rüberbringen, die dann halt geschichtlich so waren. Aber ich gehe jetzt nicht hin und gucke, meinetwegen, ob jetzt jemand schon 20 Mal dieses eine Video zu Colitis ulcerosa gemacht hat oder wie auch immer, aus dem Thema, sondern das ist mir total egal. Habe mir das dann damals so gedacht und dann mache ich das einfach. Ich gehe da niemals hin und ich will gar nicht wissen, wer irgendwas macht. Das ist ähnlich wie mit, wenn man Musik macht zum Beispiel, will man sich eigentlich selten beeinflussen lassen. Natürlich, man kriegt Inspiration, aber man will eigentlich selten wissen, was hat der jetzt schon tausendmal gemacht oder so, weil natürlich wiederholen sich Dinge auch, das ist ja ganz normal. Du willst dich aber einfach nicht da so beeinflussen lassen, wie gesagt. Und genauso geht es mir da auch. Also ich gehe nie hin und guck erstmal, oh, der hat das schon gemacht, okay, das kann ich jetzt nicht machen. Oder, oh, da, das wurde noch nicht so gemacht, jetzt mache ich das mal so. Und ich bin ein Statistikfreak, ich mag Statistiken, ich mag Zahlen und alles, was dazu gehört. Das hat mir schon immer gut gefallen. Aber trotzdem, und das gucke ich mir auch regelmäßig an, aber trotzdem gehe ich nicht hin und sage, oh, keine Ahnung, die schalten ab der Uhrzeit erst ein. Aus den Regionen kommen die Leute, das Alter, und jetzt passe ich das so an und ich werde mich nur noch so geben und so geben. Das ist für mich Quatsch. Natürlich weiß ich, dass das viele machen und da nicht auch ihre Sachen optimieren. Ist ja gar keine Frage. Ist ja auch alles schön und gut, aber das entspricht überhaupt nicht meiner Person. Das will ich gar nicht. Ich will, dass die Sachen natürlich wachsen. Was sie auch bisher getan haben, alles, was bisher so entstanden ist, ist so gekommen, wie es von sich aus wollte, sollte oder wie man auch das sagen möchte, ohne dass ich da irgendwas, sagen wir mal, manipuliert habe. Das Einzige, was ich angefangen hatte, sind diese Sachen, die natürlich logisch irgendwo sind, wo ich ja, kann man ja gerne sehen, am Anfang habe ich das nicht so gemacht. Irgendwann habe ich gesagt, ich mache mal vernünftige Thumbnails, ne, ein richtiges Foto in dem Sinne und mache die Schrift ein bisschen größer. Aber das ist halt dieser Standardkram, der einfach dazugehört, damit du vielleicht ein bisschen dich abheben kannst. Und ich mache jetzt auch keine mega große Recherche wegen den Titeln oder so. Ich überlege einfach jedes Mal kurz und schreibe das dann rein, ja, was ich wichtig finde. Also, das ist so mein Anspruch denn. Also, ich werde mich niemals irgendwie da irgendwie so hin, so als würde man sich selber so meißeln, so ich mache jetzt die perfekte Person. Und ich weiß jetzt genau, das kommt an und das kommt nicht an und das mache ich und das mache ich nicht und lass mir dann den Mund verbieten oder wie auch immer. Niemals. Entweder es kommt alles so, wie es kommen soll, in der Hinsicht. Aber trotzdem nehme ich mir die Freiheit raus, auch mal auf meinem Kanal einfach rauszulassen, was ich mir denke.
Ja, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich da ein Problem habe, dann quatsche ich einfach das mir von der Seele, ja, was sie meinte, ist es jetzt Selbsttherapie oder? Nee, es ist alles. Es ist alles. Es ist einfach alles. Alles, was menschlich ist, alles, was normal menschlich sein kann, ist das. Auch Unschlüssigkeiten, auch nicht genau zu wissen. Ich bin schon immer ein Mensch gewesen. Ich wusste schon immer nicht ganz genau, was ist jetzt der richtige Weg. Und meistens hat sich das dann einfach durch Zufall auch irgendwie ergeben und ich habe halt dazu hingearbeitet, dass es dann irgendwie so kommt. Aber viele Dinge sind einfach durch Glück so entstanden, weil ich das auch mal auf mich zukommen habe lassen. Ja? Nicht immer alles verkrampft, so ich muss. So, das ist dann so. Oder da könnte ich jetzt noch 1000 Beispiele nennen. Ja? Also, was ich jetzt sagen will, ich möchte immer, dass dieser Kanal so menschlich wie möglich bleibt, so normal wie möglich. Das ist ja gerade das, was ich oft vermisse, dass alles nur noch so künstlich ist und alles so oberflächlich und alles so, keine Ahnung, berechnend und eklig und was weiß ich. Das ist überhaupt nicht meine Art und Weise. Egal wie groß das wäre, das würde immer gleich bleiben. Klar, wenn man größer wäre, hätte man vielleicht ein anderes daraus geschöpft, ein anderes Budget, hätte andere Möglichkeiten. Das ist ja logisch. Die würde man auch wahrnehmen. Aber trotzdem wäre die Person gleich. Ich würde trotzdem immer noch derselbe Mensch bleiben, weil das dafür bin ich auch schon ein paar Jährchen jetzt auf dieser Erde, ja, wo ich weiß, wie meine Einstellung ist und wie ich bin. Aber ich habe meine Höhen und Tiefen und die werde ich niemals verbergen. Ich werde jetzt nicht hier jedes Mal rumsitzen und rumheulen und jedes Mal dann 50 Videos dazu machen, wie schlecht es mir geht. Nee, aber ich werde es auch mir das Recht rausnehmen, mal das anzusprechen. Und genauso sage ich ja, und das ist ja für mich Menschlichkeit, dass man dann auch sagt, man bietet das auch anderen an, dass sie sagen, wenn sie sagen wollen, ey, ich habe ein Problem, ich will mal was loswerden, ich schreibe dir das oder wie auch immer, dann höre ich dazu und kann gegebenenfalls hoffentlich einen guten Ratschlag geben und dann hat man sich gegenseitig geholfen. Das ist für mich Menschlichkeit. Und deswegen werde ich das so auch weitermachen. Zum Abschluss, ich könnte da noch 1000 Sachen sagen, ne? Und das ist auch nicht einfach, immer alles in so einer relativ kurzen Zeit unter einen Hut zu bekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber was ganz wichtig ist, man muss immer zuhören und wirklich aufpassen, wie die Dinge gemeint sind, weil ganz schnell auch Sachen falsch verstanden werden. Ich habe nämlich zum Beispiel, das möchte ich auch noch ganz kurz gerade rücken, man hätte das beim ersten Video letztens, hätte man das falsch verstehen können, wo ich meinte, ja, ich war kurz davor, das quasi aufzugeben und das Videoding, das schnell wieder aufzugeben, als ich mit YouTube angefangen hatte. Damit meine ich natürlich nicht die allgemeine Videosache. Das will ich niemals aufgeben. Ich meinte damit nur von meinem Kopf her, weil ich mich kenne, dass ich manchmal so Höhen und Tiefen habe und dann wieder gar keinen Bock habe, dass ich dieses YouTube-Projekt, wo ich dann die Videos für YouTube mache, nur das in dem Sinne, dass ich da Angst hatte, dass ich schnell sage, nee, hab gar keinen Bock mehr, ich will jetzt wieder Texte schreiben oder ich will jetzt mal irgendwas anderes probieren und lass das schleifen so. Das war mein Gedanke damals, wo ich ein bisschen Angst vor mir selber hatte, weil ich mich kenne, dass ich sage, ich verliere das Interesse, möchte was Neues machen, aber ich würde niemals dieses Essentielle, dieses Werkzeug, Video oder die Fotokamera oder sonst was, würde ich niemals aufgeben, das ist ja Quatsch. Also das hätte man auch falsch verstehen können, ich hoffe, das kam nicht falsch rüber, hatte ich ein bisschen schlecht formuliert wahrscheinlich. Ich rede jetzt auch schnell, das sagen auch manche, du musst langsamer reden. Das sind die Emotionen, die dann durchkommen. Ich kann auch langsam reden und versuchen deutlich zu reden, aber ich möchte auch mal einfach das so rauslassen, wie es ist. Eine Sache möchte ich noch abspielen, das hat mich sehr gefreut, auch von meinem langjährigen Kollegen Zandog, der ja schon lange nicht mehr dabei ist in diesem Kanal, weil er halt irgendwann nicht mehr wollte und das ist auch alles cool, hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die ganz kurz geht. Und ich habe ihn dann gefragt, pass mal auf, hat mich echt gefreut. Wie sieht's aus? Kann ich das im Video verwenden? Er sagt ja und ich hoffe, dass man es jetzt auch gut versteht. Hab das so noch nie probiert. Ich spiele das jetzt einfach vom Handy ab und das hat mich wirklich gefreut. Er hat das gut so runtergebrochen. Ach, jetzt habe ich es verkackt. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Entschuldige für die Wortwahl, aber es ist halt so. Ein Moment, alles live in dem Sinne. Bruder, nein, ich habe dein Video gesehen, dein letztes mit da bin ich wieder und du hast ja auch gemeint an der einen Stelle, ja, warum geht man denn überhaupt los und filmt dieses Schloss oder so, diese Außenaufnahmen so, aber wie du schon sagtest, du machst es ja für dich und nicht für die anderen und natürlich. Man schon, es fühlt sich gut an, wenn man Zuschauer hat, die das auch gucken. Aber du machst es ja auch für dich und das ist ja auch der Grund, warum du das halt so durchziehst. Und kreative Hürden kommen immer mal wieder, habe ich ja selbst auch. Oder Motivationstiefs, wo man wirklich einfach keinen Bock mehr hat. Aber dann schadet es ja auch nicht, sich eine Auszeit zu nehmen und irgendwann wieder neu zu starten. Weil die besten Ideen kommen dann, wenn du sie nicht erwartest. Richtig.
Mach einen Spaziergang, denk drüber nach, leer den Kopf und dann hast du wieder eine neue Idee. Finde ich wirklich gut auf den Punkt gebracht, ja, wenn man das so sagen möchte. Hat mich auch gefreut, dass er das dann so rausgefiltert hat und mir das so gesagt hat und da auch Verständnis zeigt. Und das ist, ich glaube auch, dass manche Menschen, und das möchte ich auch gar nicht irgendwie negativ jetzt meinen, aber es gibt einfach Leute, es gibt ja Menschen, die haben ganz andere Interessen, ne? Die sind da viel handwerklicher unterwegs oder so. Die haben mit kreativen Dingen gar nicht so viel zu tun. Die verstehen gar nicht, dass man da sich so einen Kopf machen kann. Die haben gar kein Verständnis dafür. Und dann hat man vielleicht auch mal gar kein Verständnis für deren Sache oder wie auch immer. Checkt das erst im ersten Moment nicht, dass man da auch so Höhen und Tiefen haben kann, dass man so Schwierigkeiten haben kann, dass das manchmal so einen auch psychologisch betrifft, weil das ist auch viel Psychologie in der Hinsicht, Verarbeitungsgeschichten und bla bla bla. Also, es ist immer, warum sind denn oft so kreative Menschen, Künstler oft auch so ganz schwierige Leute, weil die halt auch, ich habe ja auch viele schon kennengelernt und da gibt es dann wirklich, ich habe letztens noch mit Tourguide drüber gesprochen, mit der ich mich öfters treffe. Da hat mich auch jemand gebeten, Grüße auszurichten, habe ich dann auch gemacht, hat sie sich gefreut. Fuck, jetzt hab ich den Faden verloren. Ey, krass, das ist mir jetzt auch schon ewig nicht mehr passiert. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was habe ich denn jetzt gerade hier? Was habe ich denn? Ach genau, da habe ich ihr erzählt, dass ich früher oft in einer Institution war, in einem Theater in Berlin und da auch viele kreative Köpfe kennengelernt habe, auch deren Verhaltensweisen und interessante Menschen und ja, wie schnell es halt hoch und runter gehen kann. Und auch bei einem Projekt, ich habe hier so alte Projekte gezeigt, die wir früher auch von der SAE aus gemacht hatten und so weiter und so fort. Und auch ein Musikvideodreh, eins, unter anderem eins auch. Und da war halt auch jemand dabei, der war Theaterschauspieler gewesen und habe ich auch davon erzählt. Wie es einen Tag gab, der war dann nämlich Regie an dem Projekt und total krasser Typ, der war extrem gut auch auf der Bühne und so weiter und hatte gute Ideen und gute, ja, und aber da war halt auch so ein Ding gewesen, irgendwie abends muss irgendwas passiert sein, da ist der total in eine andere Richtung umgeschwenkt, hat dann gewisse Substanzen zu sich genommen, ich denke auch Alkohol und so weiter. Und am nächsten Tag ist der plötzlich nicht zum Set erschienen. Jetzt könnte man sagen, ja, mega unzuverlässig und bla bla bla. Und das ist ja auch so. Ne? Und da hat er uns im Stich gelassen. Und dann musste man in dem wahrsten Sinne aus dem Bett klingeln und erstmal wieder hochziehen und hier erstmal schön Wasser ins Gesicht, so nach dem Motto, und richtig klar kriegen und hier am besten noch einen ins Gesicht pfeifen. Da war eine Freundin, quasi auch Theaterschauspielerin, die hat ihn richtig zur Sau gemacht. Die war auch seine, die war so entweder ganz oben oder ganz unten. Aber halt auch richtig kreativer Mensch. Der hat dir richtig coole Sachen erzählt und hin und her. Und ich möchte das jetzt nicht so rechtfertigen finden, oh, das ist ja gut und so. Nee, natürlich ist es nicht gut, aber da hat man gesehen, wie schnell Leute, die einfach so einen Kopf haben, auch mal so abdriften können. Und dann ist der, musste man ihn quasi hinziehen und wach machen. Und dann hat er aber wieder weitergemacht und das Projekt wurde richtig, richtig gut, ne? Aber sowas muss man halt dann leider auch mal einberechnen, dass gerade solche Menschen, ich habe es selber oft kennengelernt und von mir selber kenne ich es auch, warum das genau so ist. Ja, so viel Psychologie, ne? Die können richtig mal ausschweifen. Das hat man ja oft genug gesehen. Guckt euch die größten Leute an, die irgendwelche kreativen Sachen gemacht haben, in allen möglichen Bereichen. Ja, ist nicht jeder der Saubermann mit, der immer ganz straight durchs Leben geht. Ganz, ganz viele Schicksale, ganz traurige Schicksale, auch Schauspieler oft. Ne? Ganz, ganz traurige Schicksale, die einfach das immer mit sich rumtragen. Und dann müssen sie das dann immer ableisten und oft greifen die darauf zurück, ne? Diese verschiedenen Schauspiel, Method Acting und ich weiß gar nicht, wie das andere heißt, wo die dann auf die eigene Psychologie zurückgreifen und dann jedes Mal sich wieder damit auseinandersetzen müssen. Und dann privat zu Hause, die Öffentlichkeit darf nicht wissen, aber da wird dann schön reingekippt, sodass man damit klarkommt, weil sie halt nicht irgendwie jetzt direkt zum Psychologen gehen oder so. Und dann müssen sie aber wieder in ihre Rolle zurückkommen. Das macht einen natürlich als Menschen auch kaputt, ne? Aber du bist halt dann, das können viele nicht verstehen. Und ich habe aber ein Verständnis dafür. Und ich kenne es bis zum gewissen Grad auch. Und deswegen, ich bin jetzt kein Alkoholiker mehr oder irgendwie in der Hinsicht drogenabhängig oder sonst irgendwas. Das ist ein Leben, was ich früher mal so ein bisschen gelebt hatte, ne? Das ist halt eine alte Geschichte. Ich bin sehr klar und ganz anders heutzutage. Aber diese Kopfgeschichte, die kommt immerhin immer wieder mal durch. Das ist einfach so. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so ein bisschen weiter wieder. Mir wurden auch so ein, zwei Tipps gegeben, mal vielleicht das zu machen, so ein kleiner Vorschlag. Und da bin ich jetzt nicht, da, nein, das mache ich nicht, sondern da bin ich mal, ich mache mir Gedanken darüber, das muss halt dann auch passen.
Und auch gerade die Geschichte draußen mal wieder zu machen. Ja. Verdammt, das Video ist viel, viel länger geworden, als ich überhaupt geplant hatte. Aber ich musste einfach losreden und bedanke mich wieder für die Leute, die sich das angucken. Und wie gesagt, Quintessenz, bitte nicht falsch verstehen, was ich sage. Immer gut zuhören. Und danke für die netten Worte, für den Zuspruch. Und ja, das ist so die Message. Und danke auch für Sandox Sprachnachricht. Hat mich wirklich gefreut. Ich habe gerade richtig abgelost, ja, richtig hier dumm. Wie hält man das da hin? Und dann habe ich aus Versehen noch das Volume wieder leiser gemacht. Deswegen muss ich das gerade mal neu abspielen, aber ich will nicht reinschneiden. Ja, genau. Heute ist Sonntag. Ich muss mir jetzt mal was zu essen organisieren. Heute gibt es mal was anderes, ja. Habe ich richtig Bock drauf. Dann werde ich nachher das Video fertig machen und ich hoffe, dass es heute Abend kommt, spätestens Montag dann. Und ja. Danke. Das war's für heute. MKs raus. Bis zum nächsten Mal.